Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala Malik Yawm al-Din.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute war meine Absicht, dass ich über einige Gefährten berichten werde und danach über Mirza Anas Ahmad Sahib berichten werde, der vor einigen Tagen verstorben ist, aber die Menschen haben sehr viele Briefe über Mirza Anas Sahib geschrieben und deshalb denke ich, dass ich nur über ihn berichte. Mirza Anas Ahmad Sahib war der ältere Sohn von Hazrat dem dritten Khalifen und ist vor einigen Tagen im Alter von 81 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der älteste Enkel von Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Deshalb ist er auch mit mir verwandt, mütterlicherseits. Er hat die Schule beendet, abgeschlossen und hat einige Jahre in Pakistan dort gelebt und dann ist er nach England gekommen und hat dort weiter studiert. Und im Jahre 1955 hat er sein Leben Waqf gemacht und hat dann in verschiedenen Abteilungen gearbeitet mit großer Leidenschaft, mit großem Eifer. Er hatte eine große Expertise in Ahadith, in der englischen Literatur. Und er hat auch über die von Muhammad Khurshid Ahmad Sahib, dem verstorbenen Khurshid Ahmad Sahib, über die Überlieferungen gelernt, mehr über das Wissen gesammelt und er hatte auch eine Bücherei und hat auch sehr viel studiert. Er hatte auch grundsätzliche Bücher über die Ahadith, über die Überlieferungen. Sein Leben, als er Waqf gemacht hat, im Jahre 1955, hat Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu ihn angesprochen und über ihn berichtet, dass in meiner Jamaat, in der ich begonnen habe, das Projekt des Waqf begonnen habe. Und da kamen drei haben sich dafür beworben. Einer ist Mirza Anas Sahib, der Sohn von Mirza Nasir Sahib. Und möge Allah dieses Waqf für ihn erfüllen. Und er hat mir geschrieben, dass ich Rechtswissenschaften lerne und danach, wo sie auch möchten, mich einsetzen können. Durch Allahs Gnade und Segnungen hat er im Zeitraum von 56 Jahren der Jamaat gedient, in verschiedenen Abteilungen. Er hat zu Beginn in Talim al-Islam College gearbeitet, dann in Nazr Islau Ishad, dann Additional Nazr Islau Ishad, war auch Privatsekretär und war auch in der ersten Reise, Europareise des vierten Kalifen dabei und war auch in der Jamia-Administration tätig, war Naib Nazir Divan
und in der Tahrik-e-Jadid war er in Wakil-ut-Tasnif tätig. Er war Wakil-ut-Tasnif, dann wurde er ernannt für die Abteilung Wakil-ut-Ishat. Im Jahre 1997 hat er das Retirement gehabt, aber er hat weiter für die Jamaat gearbeitet, hat die Möglichkeit bekommen, weiter der Jamaat zu dienen in verschiedenen Bereichen. Er hat auch in englischer Sprache die Bücher des Faisal Masih al-Islam übersetzt, Brahine Ahmadiyya, und hat auch verschiedene Bücher, Samaj Ashmayariya und der weitere Bücher des Faisal Masih bei der Übersetzung in englischer Sprache gearbeitet. Er war auch Mitglied des Majlis Iftar. Er war auch Mitglied der Nur Foundation. Er war mit der Arbeit beschäftigt, in der Urdu-Sprache das Buch Musnad Ahmad bin Hanbal zu übersetzen. Als nach der Teilung Indiens die Auswanderung von Qadian stattgefunden hat, hat Hazrat Musleh Maud Rasitallahu Anhu ein Ereignis geschildert. Er hat ein Ereignis über seine Opferbereitschaft geschildert und da ist auch sein Name erwähnt worden. Er sagte, als wir von Qadian gekommen sind, habe ich meinen Familienangehörigen gesagt, dass ihr von der Küche, vom Langer, genauso dasselbe essen müsst, was auch die anderen essen werden. Aufgrund der finanziellen Enge habe ich die Anweisung gegeben, dass nur ein Roti, ein Brot pro Kopf gegessen werden solle. Einmal kam mein Enkel Mirza Anas Ahmed weinend zu mir und sagte, ein Roti reicht für mich nicht aus, um meinen Bauch zu füllen, um satt zu werden. Und Hasan Muslim Maud sagte daraufhin, er solle sein halbes Roti nehmen und ich werde nur ein halbes essen und er soll eineinhalb Roti Brot essen. Wenn für die Gäste diese Bedingung des einen Roti nicht mehr vorherrscht, dann werde ich das auch für die Familienangehörigen aufheben. Wenn die Zustände sich verbessert haben und nach einiger Zeit haben sich die Zustände verbessert, die Situation wurde erleichtert und diese Bedingung wurde dann aufgehoben. Sein Schwiegersohn, schreibt, dass ich auf einer Reise war ins Bukhara und Samarkand, als er zu mir sagte, du gehst dahin und geh auch zum Grab von Imam Bukhari und bete in meinem Namen und sag mein Salam. Es war in der Liebe zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die dieser Mann vor einigen Hunderten von Jahren die Ereignisse und Worte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgeschrieben und zu uns gebracht hat. Deshalb ist es unsere Pflicht, auch für ihn zu beten. Dr. Nuri Sahib schreibt, ich hatte die Möglichkeit, sehr lange ihn zu sehen und egal welche Arbeit er erhalten hat, hat er mit einer großen Leidenschaft und Eifer erfüllt und ist seinen Verantwortungen gerecht geworden. Trotz Schwäche und körperlichen Krankheiten, er sagt, ich habe ihn im Krankenhaus gesehen, wo er lag und an seinem Laptop gearbeitet hat und die Bücher übersetzt hat.
Und einige Mitarbeiter vor ihm standen mit einigen Quellenangaben von bestimmten Büchern. Und er sagte, dass die Aufgabe, die mir der Khalif der Zeit gegeben hat, dass ich durch Gottes Hilfe diese erfüllen möchte. Nuri Sahib sagt, seine Erinnerungsvermögen war sehr scharf. Er war ein Liebender des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat seine Ereignisse mit solcher Liebe erwähnt, dass die Zuhörenden dahinschmolzen und seine Augen, in seinen Augen konnte man Tränen erkennen, als er diese Ereignisse schilderte. Er war sehr geduldig, sehr standhaft, hat jedes Problem, jede Schwierigkeit mit großer Geduld ertragen. In seiner Schwächephase, in seiner Krankheit, wo er nicht einmal eine Tasse aufheben konnte, hat er trotz allem versucht, seine Aufgaben vollkommen gerecht zu werden. Nur deshalb sagt, jeder, der zu ihm gekommen ist, ihn hat er mit großer Freude empfangen. Ein Tag bevor er aus dem Tahrirat-Institut entlassen wurde, hat er ihn getroffen. Er war sehr erfreut, ihn zu treffen. Er sagte zu ihm, ich denke, mein Abschied kommt näher, deshalb wollte ich Sie treffen. Nur deshalb schreibt weiter, dass er war sehr dankbar. Er hat diese Eigenschaft der Dankbarkeit besonders gehabt. Er sagte zu Nuri Sahib, diese Art und Weise, wie Sie mir geholfen haben, wie Sie als Arzt tätig waren und sich für mich gesorgt haben, ich werde dies niemals zurückgeben können. Und er hat ihm das Diary, das Tagebuch des dritten Khalifen gegeben, wo er seine Träume aufgelistet hatte. In seinem Zimmer und die Bücherei, die ich auch gesehen habe, Nuri Sahib sagt, an allen vier Wänden waren bis zu den Decken waren Bücherregale und gefüllt mit Büchern und verschiedene Bücher über Wissenschaften, über andere Themen waren enthalten und er sagte, dass diese Bücher er auch gelesen hat. Eine Frau schreibt, dass ich über ihn sehr viele Erinnerungen habe und auch über den dritten Kalifen. Mein Sohn, es war die Zeit der Hochzeit meines Sohnes, als ich zur Halle ging und frühzeitig war er schon da und hat geweint. Und er sagte zu ihr, ich habe an deinen Vater gedacht und für ihn gebetet. Ihr Vater war Mir Daud Ahmad Sahib. Sie schreibt, die Tochter von Mir Daud Sahib hat dies geschrieben. Er war jemand, der als Vater für jeden da war. Auch wenn zu Hause es Probleme gab oder jemandem Leid zugefügt würde oder durch seine Anweisungen hat er vergeben. Mudiruddin Shams Sahib sagt, dass er sehr sanftmütig zu ihm war. Als er mit ihm in Tasnif gearbeitet hat,
hat eine große Verbundenheit mit dem Khalafat und er hat seine Aufgaben bis zu seinem Lebensende zu Ende gebracht und immer gearbeitet. Er war stets in Sorge, dass der Khalifa der Zeit nicht unzufrieden mit ihm ist. Muniruddin Shams schreibt, trotz Krankheit, als er von mir gewisse Arbeiten bekam, hat er mit großer Freude diese zu Ende gebracht und daran gearbeitet. Er hat einige Teile von Brahine Ahmadiyya in Englisch übersetzt. Und er sagt, dass auch unser Team immer seine Meinung eingeholt hat bei bestimmten Übersetzungen. Als Vakalat Tasnif ihm bestimmte Anweisungen gegeben hat, haben sie ihn auch kontaktiert und gesagt, dass seine Meinung dazu gefragt ist und der Khalif seine Meinung gefragt. Und er hat mit besonderem Eifer und Konzentration seine Meinung gegeben. Er war ein großer Gelehrter. Möge Allah weitere solch große Gelehrten hervorbringen. Er hat Muballighin sehr großen Respekt geschenkt. Hafiz Muzaffar Sahib, Additional Nazr Islawashat, Rabwa, sagt, Mir Sahib war ein Mann mit großartigen Eigenschaften. Er hatte die Liebe Gottes, die Liebe des Heiligen Propheten, Liebe zum Heiligen Koran, Geduld, Standhaftigkeit, Demut. Neben den Pflichten gegenüber Allah hat er auch die Pflichten bzw. die Rechte der Mitmenschen erfüllt. Er hat den Nachbarn, den Armen geholfen. Hafsab schreibt, er war ein Gelehrter und hatte ein besonderes Drang nach Wissen gehabt und hat sehr viel dafür gearbeitet. Er hat die Bücher des Weißen Messias al-Islam das erste Mal komplett durchgelesen, nachdem er in einem Alter von 15 bis 16 Jahren, als er bei Matric abgeschlossen hatte, er war ein großer Liebender des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, deshalb liebte er und hatte auch besondere Aufmerksamkeit zu den Überlieferungen. Seine Arabischkenntnisse waren auch besonders hoch und er hat neben den Überlieferungen, den Hadith, auch andere arabische Bücher gelesen und hat auch, ich habe auch selbst gesehen, dass er, als er in College war und dort gearbeitet hat, dass er nach dem Studium der Ahadith zur Arbeit gegangen ist. Er hat die Siyasita und die anderen Ahadith-Bücher durch persönlichen Eifer gelesen und war ein Schüler bis zum Lebensende, der immer studiert hat und gelesen und recherchiert hat. Und hat sehr viele Bücher gesammelt, die in seiner Bücherei zu finden sind. Bücher, die über die Überlieferungen, über den Aufbau der Überlieferungen, den Baustein der Überlieferungen, wie diese gesammelt wurden. Diese hatte er alle bei sich und hat sehr genau diese studiert. Als ich hier ein neues Foundation gegründet habe über die Überlieferungen, dass diese übersetzt werden sollen, hierbei schreibt Hafiz Saab, dass Mir Sahib, dass er ein Mitglied dieses Boards war und obwohl er viele Aufgaben in seinem Büro hatte,
hat er persönlich die Übersetzung von Musnad Ahmad bin Hanbal, eine der schwierigsten Aufgaben, für sich genommen und sich dafür bereitgestellt und hat bis zum Lebensende versucht, diese zu übersetzen und einen großen Teil der Übersetzungen bereits vervollständigt. Hafsab schreibt, dass seine Liebe zu den Überlieferungen, zu den Hadith, konnte man erkennen in Ramazan al-Mubarak, im Monat Ramazan, als er Dars gegeben hat und er mit solcher Liebe Dars über und er predigt über das Leben des Heiligen Propheten und die Überlieferungen hielt. In seiner Stimme war eine besondere Demut und in einer wunderschönen Art und Weise hat er Dars gegeben. Und dass der Mensch, der Zuhörende, dass man in der Zeit, in der frühislamischen Zeit angekommen ist. Er hatte auch die Möglichkeit, verschiedene Reden zu halten. Waqf-e Nawsaib schreibt, ich habe eine Erinnerung über die Liebe zum Khilaf. Als der vierte Khalif gewählt wurde, war ich Guide-Zilla, also Mirza Tahir Ahmed Sahib. Als wir die Nachricht erhielten, dass Mirza Tahir Ahmed Sahib der vierte Khalif ist, haben wir Mirza Anas Ahmed Sahib gesehen, dass, obwohl es sehr warm war und sehr heiß war, er sich auf dem kahlen Boden niedergeworfen hat und ein Sajda, eine Niederwerfung für die Dankbarkeit gegenüber Allah getätigt hat. Und er war ein wahrer Waqf-e Zindagi. Er hat bis zum Ende war er mit seinen Arbeiten beschäftigt. Es heißt, dass er die Übersetzungen mit solcher Genauigkeit und Detailarbeit erledigt hat und einige Quellen, die er gesucht hat, einige Tage andauerten. Khalid Sahib Roshan Desk schreibt, dass mir Sahib, wenn ich über ihn nachdenke, dass er ein wahres Abbild der Überlieferungen des Heiligen Propheten ist, die der Heilige Prophet sagte, dass in seiner Gemeinde solche Gelehrte hervorkommen werden. Er war ein großer Gelehrter. Er war ein Experte in Ahadith und auch ein Experte von verschiedenen Sprachen. Er war auch jemand, der sehr gastfreundlich war. Als für die russische Übersetzung des Korans nach Rabwa gekommen ist, ein Sadr, der in Moskau gewohnt hat, der ist nach Rabwa gekommen. Als er in seinem Gasthaus hat er übernachtet und als bei einem Essen bestimmte Sachen nicht zur Verfügung gestellt wurden und die ihm besonders gefallen hatten, hat dies Mirza Anas Sahib sehr schnell wahrgenommen und hat Khalid Sahib zu sich gerufen und gesagt, wenn Rustum Sahib, der für die Übersetzung in Rabwa anwesend war, wenn er etwas benötigt oder es soll stets für ihn gesorgt sein und keinerlei Schwächen sollten hier, Nachlässigkeiten sollen hier gezeigt werden. Ein Schüler, Munir Ahmed aus Sri Lanka, der zu Jamaa gekommen ist, nach Rabwa, er arbeitet zurzeit in Sri Lanka als Muballigh. Während der Zeit in Jamia
war er sehr krank. Mir sei war sehr besorgt und kam Tag und Nacht zu ihm im Hostel und fragte nach ihm, als wäre es sein Verwandter oder sein besonders Nahestehender. Shamshad Sahib, Mubaligh aus Amerika, schreibt, dass in einem Meeting mit Mrabian, um für diese einen Eifer für Tabligh zu wecken, hat er sehr viel getan. Er hat sehr viel studiert und hat auch war auch gewillt, in anderen diesen Drang nach dem Studium zu legen, damit auch andere dies tun. Es heißt, jemand, der mit ihm zusammengearbeitet hat, sagt, dass er sehr in der Liebe zum Heiligen Propheten, zur Liebe zum Khilafat und des Weißen Messias verbunden war. Als er den Namen des Weißen Messias al-Islam hörte oder sprach, kamen aus ihm Tränen aus den Augen. Er hat, als er die Bücher übersetzt hat, einige Bücher, hat er mich auch in seinem Büro, war ich auch mit ihm dabei, auch zu Hause. Er war jemand, der nicht an einer Freizeit dachte, er hat auch zu Hause gearbeitet. Trotz allem hat er mich sehr gastfreundlich behandelt und hat mich dazu angewiesen, dass er das Sohnemaß leitet. Und als ich ihn sah, wie er das Gebet verrichtet, er hat in so einer schönen Art und Weise das Gebet verrichtet, mit seinem Büroangestellten ist er sehr sanftmütig umgegangen. Und als ich krank war und zum Büro gekommen ist, sagte er, er soll nach Hause gehen und hat ihm 6 freie Tage gegeben, damit er sich ausruhen kann. Aber er selbst, als er krank war, kam stets zum Büro. Bekalt das Nif UK schreibt, in der Arbeit habe ich sehr viel mit ihm gelernt, weil er die Bücher des Weißen Messias mit großem Eifer übersetzt hat und die Schwierigkeiten, die er in dieser Hinsicht hatte, hat er mitgeteilt und seine Erfahrungen mit uns geteilt. Eine Sache, die er sagt, ist, dass es nicht ausreicht, dass wir die wörtliche Übersetzung machen, wie die im Duden steht, ein Wort, sondern es soll so sein, beziehungsweise soll nicht so sein, dass die Erhabenheit des Wortes des Weißen Messias Al-Islam darunter leidet. Und wenn dieses Wort nicht passt, ein Wort, das wörtlich übersetzt ist und nicht passt, sollte man den Zusammenhang schauen und dies übersetzen. Und als er krank wurde, konnte er nicht mehr aufstehen, hat er im Sitzen gearbeitet die ganze Zeit. Meinte, am Ende konnte er nur 6 bis 8 Stunden arbeiten. Also er sagt, ich habe ihn selbst gesehen, dass er 13, 14, 15 Stunden gearbeitet hat. Als er einige Schüler unterrichtet hat, sagte er auch, dass die jungen Schüler auch Literatur lesen sollten, nicht nur religiöse Bücher, sondern auch philosophische Bücher über die Literatur, Romane. Dadurch lernt man auch die Sprache und erweitert sein Wissen. Und diejenigen, die übersetzen, sollten dies auch tun. Einmal fragte ich nach derjenige, der den Brief geschrieben hat, sagt, wie sollte ein Wort übersetzt werden? Wie soll dieses Wort übersetzt werden? Und Mir Sahib überlegte und sagte 2 bis 3 Worte. Und dann sagte ich, Jordi Zufrullah Khansab hat das Wort so übersetzt. Und er war sehr erfreut und sagte, das ist vollkommen richtig.
und sagte, die Sprache von Joseph Fuller Hansa war sehr gut und dieses Wort sollte benutzt werden. Ayaz Sahib schreibt weiter, hat seinen Verstand und sein Wissen vor dem Khilafat als nichts betrachtet, als etwas, das keine Bedeutung hat. Wenn er sagte nichts und wenn eine Anweisung von Hasur kam, hat er gesagt, es kam eine Anweisung von Hasur und dies ist richtig. Sonst das ist unsere Richtschnur und wenn eine das ist die Meinung des Kalifen und diese zählt. Eine Person hatte 14 Jahre mit ihm in Wakalat Tishad gearbeitet und er sagt, er hat ihn stets eine freundschaftliche Beziehung gehabt, er hat ihn nie denken lassen und ihm das Gefühl gegeben, dass er ein Schüler ist oder ein Arbeiter ist. Er hat ihn stets freundschaftlich behandelt. Als er auch gewisse Anweisungen gab, manchmal grob wurde, am nächsten Tag sagte er zu ihm, ich hoffe, du hast mir verziehen. Und ich sagte zu ihm, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Er hat nie eine Sache im Herzen gelassen. Als er wütend wurde, blieb er still. Und als er eine Aufgabe des Kalifen bekam, hat er ein Meeting abgehalten mit seinen Büroangestellten und hat die Methode festgelegt und die schwierigste Aufgabe hat er für sich behalten, dass er die schwierigste Aufgabe erledigt. Und trotz Krankheit hat er auch zu Hause gearbeitet und als er für ihn es schwierig war, zum Büro zu kommen, hat er seine Angestellten nach Hause gerufen, damit man zu Hause weiterarbeiten kann. Und Mahmoud Mujib Said Karkun Ishad, ein Arbeiter aus Ishad, sagt, dass ich die Möglichkeit hatte, mit mir Saib zu arbeiten. Er war ein Kämpfer für das Khilafat. Und immer, wenn er ein Fax schreiben wollte, war er sehr emotional oder wurde sehr emotional. Und als eine Aufgabe von dem Khalifen zu ihm kam, war er stets bemüht, diese sofort zu erledigen. Und als seine Gesundheit Schwierigkeiten bereitete, war er sehr besorgt. Und in Fazl Umar Krankenhaus wurde er operiert. Mir sei vor der Operation war er vor dem Zimmer der Operation ging er hin und her und betete. Es heißt, ein Mitarbeiter schreibt, dass er vom Jahre 1995 bis zum Lebensende gearbeitet hat und er war sehr sanftmütig mit seinen Mitarbeitern. Als jemand zu ihm gekommen ist, sagte er, bitte setz dich hin und sprach ihn dann an. Als er unzufrieden war mit einem Mitarbeiter, hat er dies schnell geändert und hat auch nach Verzeihung gebeten. Einmal hat er mir eine Aufgabe gegeben und ich habe ihn abgelehnt, obwohl das ein Fehler von mir war. Und er hat darüber nicht gesagt, nur er sagte nur, du hättest nicht so antworten sollen. Meine Wenigkeit konnte manchmal nicht zum Büro kommen aufgrund von Kniebeschwerden. Und als ich zu spät kam, wurde in meiner Anwesenheitsliste geschrieben, dass ich zu spät gekommen bin. Und als es mehrere Male passiert ist,
oder wenn es mehrmals passiert, dann steht dort, dass er nicht anwesend war. Und deshalb wurde ihm mitgeteilt, Mianis Sahib, dass ihn doch vergeben werden solle, da er durch Kniebeschwerden nicht rechtzeitig kommen kann. Und ihm wurde vergeben. Auch hat er sich sehr umarme und Menschen bemüht. Rabbi Silsila aus Ghana schreibt, dass ich unter ihm 9 Jahre lang in Wakalat Ishad gearbeitet habe. Er war ein großer, leidenschaftlicher Arbeiter. Einmal hat er mich gerufen, sagte zu mir, dass er einen Fax an Hazur schreibt, an den Khalifen schreibt. Als er die Worte schrieb, Khalifatul Masih al-Khamis schrieb, war er sehr, kamen ihm Tränen in die Augen und hat über den Khalifen, über die Khalafat mit großer Leidenschaft gesprochen. Er war sehr sanftmütig zu seinen Mitarbeitern. Als er einen grob zu jemandem war, und es war ja, er war nicht einmal grob, er war manchmal nur ein bisschen laut und hat dann 2 Tage lang versucht, um Verzeihung gebeten, dass er seine Stimme erhoben hat. Bessel aus Jamia schreibt, dass er und Sayyid Fahad Sahib, einem Rabbi Silsila, bei der Spezialisierung in Dabwa waren und mit ihm auch zusammengearbeitet haben. Und er hat stets versucht, jeden Tag über das Hadith, eine Klasse über Hadith abzuhalten. Und als er einen Tag nicht zum Büro kommen konnte, hat er uns nach Hause gerufen. Einem Rabbi Silsila aus Galten Shad schreibt, dass dass ich für einige Monate zum Wakalat Ishad versetzt wurde, und diese einige Monate waren sehr, sehr wertvoll für mich. Es war ein Unterschied von 55 Jahren von unserem Alter, aber diese Erfahrung werde ich nie vergessen. Er war sehr sanftmütig, freundlich zu mir, und ich habe sehr viel gelernt, und ich hatte die Aufgabe, dass ich einige seiner Übersetzungen von Musnad Ahmad bin Hanbal in dieser Arbeit beschäftigt war, mit ihm zusammen. Und ich habe ihn gesehen, dass er trotz seiner Krankheit sehr beschäftigt war darin und stets gearbeitet hat. Ein Jame-Student aus Rabwa schreibt, dass er ihm die Möglichkeit gab, in seiner Krankheit, dass er zu ihm gekommen ist und seiner Krankheit ihm die Zeit gegeben hat. Und er sagte einmal, dass der Fleiß und die Anstrengung von Menschen nichts bedeutet. Alles gehört Gott, beziehungsweise ist verbunden mit dem Khilafat. Jemand schreibt, er war in Dyer Heart Institute im Krankenhaus. Er ist dort eingeliefert worden. Ich habe ihn besucht. Ich habe mich vorgestellt, und er war, hat sich mit mir, hat mit mir gesprochen, hat sofort begonnen mit mir zu sprechen, obwohl er sehr krank war. Und ich sagte zu ihm, durch Allahs Gnade und Segnung werden sie schnell genesen. Und er sagte, es ist auch eine Segnung, wenn Allah einen zu sich ruft. Und ich sagte, ich dachte mir, auch in diesem Zustand ist er nicht in Sorge. Über das Khilafat, was die Menschen geschrieben haben, das ist keine übertriebene Tatsache, sondern umso mehr
ist dies erkennbar gewesen, seine Verbundenheit mit dem Khalafat. Und hat in jeder Hinsicht diese Verbundenheit gezeigt. Als der vierte Khalif mich zum Amir al-Muqami ernannt hat, hat er sehr große Gehorsamkeit gegenüber dem Amir geleistet. Und ich bin 13, 14 Jahre jünger als ihn. War er sehr gehorsam und hat wahre Gehorsamkeit gezeigt. Und war sehr treu und auch nachdem ich zum Khalifen wurde, auch ein sehr, sehr treuer Diener. Möge Allah ihn segnen. Und möge auch seine Wünsche erfüllen, dass die Menschen von seinem Wissen profitieren, möge er zu seinem Geliebten machen, möge. Als Mirza Ghulam Ahmad verstorben ist, hat er einen Traum gesehen und hat ihn auch mir angeschrieben. Er sagte, als vorgestern nachts Mirza Ghulam Ahmad verstorben ist, habe ich einen Traum gesehen, dass mir Khurshid und mir Ahmad zu Gott gegangen sind und sie sich mit dem Heiligen Propheten und dem Feis Messias getroffen haben. Und in dieser Hinsicht habe ich auch den Wunsch gehegt, dass auch ich ein solches Treffen habe. Und ich habe die Absicht und den Wunsch gehegt, dass ich auch, dass Gott auch mich ruft. Und in dieser Traum sagt Gott zu mir, komm nach vorne. Und er kam auch dann nach vorne. In diesem Traum hat auch Gott ihm gezeigt, dass er ihn vergeben hat und Segnungen ihn gesegnet hat. Möge Allah ihn segnen, möge Allah auch die Kinder und die Nachkommenschaft segnen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ